Hallo und herzlich willkommen zurück hier im wunderschönen Falkenstein. Und wie ihr seht, habe ich schon den Marktplatz ein bisschen weitergebaut und auch so ein bisschen verfeinert. Ja. Ja. Ja, bitte? Eine Intention? Wieso denn? Ach so, okay. Herr Schäfer, Sie wollen... Ja, okay. Ja, ich weiß, Sie haben keine... Ja. Aber Sie haben doch draußen den Markt. Also draußen den Hof, da wo die Schafe sind. Ach, Sie wollen da auch endlich mal wohnen und Einrichtungen haben. Ja, Mensch, mein Gott, da müssen Sie sich mal an den Tischler wenden. Was ist hier los? Geistlich und geistlich. Schön. Nee, was ich sagen wollte, wie ihr seht, habe ich hier schon ein bisschen am Marktplatz weitergebaut. Und das Ganze sieht jetzt so aus. Hier mit so Überständen, die auch so leichte Bögen andeuten. Also quasi immer... Na, man sieht das ja so. Hm? Glatt, Bogen. Ich mach mal so. Glatt, Bogen, glatt, Bogen, glatt, Bogen, glatt, Bogen, etc. pp. Dann habe ich hier noch ein paar Lampen reingebracht. Und ihr habt immer noch nicht in die Kommentare reingeschrieben, was ihr besser findet. Diese hier. Das Beleuchtungssystem oder das Beleuchtungssystem. Ich tendiere aber fast schon zu dem. Oder? Oder lieber das. Wir brauchen auf jeden Fall... Oh, es wird Nacht. Wir brauchen auf jeden Fall Scheren. Und wir müssen hier auch, wie ihr seht, da hinten habe ich schon angefangen. Hier auch, ne? Dieses hier so hochzusetzen. Ja, auch hier und hier. Und hier. Und hier habe ich es auch schon. Hier habe ich es noch nicht, weil ich keine Dings habe. Zack, aber kein Problem, kriegen wir ja hin. So, und wir sollten schlafen, ne? Gute Nacht. Idealer Zeitpunkt, um was zu trinken. Ja, der Sonnenschein, ne? Der Sonnenschein hat geschrieben, wie es wäre, wenn ich von links, also ich gehe mal davon aus, dass er von hier meint, nach dort, so Bögen drüber mache. Und wahrscheinlich von hierhin auch. Und in der Mitte einen großen Springbrunnen. Ja, generell ist es keine schlechte Idee. Aber ich würde wahrscheinlich gerne in der Mitte sowas wie einen großen Platz haben, wo eventuell Bäume... Hat er ja auch gesagt, der Sonnenschein, dass dort eventuell Bäume hin könnten. Oder aber sowas wie einst die Schmiede der vier Winde, die da irgendwo mal war. Und sowas hinbaue. Also quasi, dass dort in der Mitte die Händler sind, die einen Ofen benötigen. Ja, und in der Mitte ist dann halt ein großer Schornstein vielleicht so irgendwie. Sowas habe ich mir vielleicht so gedacht. Könnte man ja machen. Wäre ja durchaus denkbar. Also ich würde es jetzt nicht so abwegig finden, sagen wir es mal so. Ja, was wir heute machen werden, ist auf jeden Fall hier die Steine legen. Und dann müssen wir uns bald auf den Weg nach Diorit begeben. Diorit ist eigentlich auch ein cooler Stadtname, oder? Ja. Naja. Okay. Okay. Oh. Das ist schlecht. Mache ich jetzt den Chat aus? Ach komm, was soll's. Hallo Zeron, wie geht es dir? Komm schon, schreib was. Sei freundlich. Oder habe ich doch den Chat aus? Nö. Na, wahrscheinlich schreibt er nicht, weil er weiß, dass ich aufnehme. Vielleicht. Ach. Aufnahme. So. Ach, sieht er, da muss ich auch noch was machen. So und hier und so und hier und jo. Kann man hier einen hinlegen, hier einen hinsetzen, hier einsetzen. Dann passt das nämlich hier mit diesen, mit den Schacht, also mit diesen, ne, ihr wisst schon, wie ich meine. Ihr wisst schon, was ich meine. Okay, das passt alles, das passt alles. Was wir hier in der Mitte machen, weiß ich noch nicht genau. Ich hätte das, glaube ich, gerne, dass man da nicht rüberklettern kann. Was ja die Dorfbewohner hier scheinbar ganz gerne machen. Naja, kann man nichts gegen machen. Hier werde ich pflanzen. Vielleicht mache ich hier so Blümchenmuster hin, irgendwie sowas. Aber was ich sagen wollte, wir brauchen erstmal, und das ist ganz wichtig, ganz, ganz, ganz wichtig. Wir brauchen, zack, zack, oh. Grüße an alle und viel Spaß. Ja, ihr wollt bestimmt zurückgrüßen, ne?
Danke. Bis später. Vielleicht. Viel Spaß dir auch. So, aber jetzt ist erstmal hier Chat aus. Oh, er hat scheinbar Probleme. Wir könnten wieder oben ernten, ne? Komm, das machen wir auch fix. Wir ernten fix. Und dann gucke ich... Oh, nein. Die Ernten, die machen doch hier wieder nichts, oder? Wusste ich genau. Verdammte Axt aber auch. Und ihr auch nicht, ne? Oh, doch. Du schon. Das ist schön. Das freut mich. Gibt wieder Kartoffeln. Kartoffeln. Aber kein Getreide. Aber irgendwann werden die wahrscheinlich auch wieder anfangen. Bin ich mir sicher. So. Zack, voll. Ab zur nächsten Kiste. Zack, voll. Okay. Ja, der Markt. Sonnenschein hat auch geschrieben, dass der Markt sich ganz gut machen würde, wenn hier so ein paar Bäume wären. Ich weiß nicht genau, wie ich das mache mit den Marktplätzen und Marktständen. Da muss ich mir noch ein paar Marktstände raussuchen, weil, ich sag's mal so, Marktstände bauen, ja, ihr kennt ja meine Baukünste, was Marktstände betrifft. Wahrscheinlich können wir nicht mal genug Lianen abschneiden, ohne hier Probleme zu kriegen. Ich habe gerade oben auf der Karte gesehen im Tunnel, dass dort ein Bürger oben war. Oh, gut gewachsen. Lalalala. Lalalala. Ist das jetzt ins Wasser gefallen? Das ist blöd. Lalalala. Ja, irgendwann müssen wir auch den Flussverlauf hier weiterbauen, damit das einmal wirklich zu einer Insel wird. Ja, damit halt hier auch die Schiffe rumrudern können. Und dann müssen wir auch noch dafür sorgen, dass die Mauer hier mal richtig Anschluss findet und ein Turm hinkommt. Wahrscheinlich werde ich das irgendwie mal... Vielleicht nehme ich mir auch mal Urlaub. Aber ich hatte erst Urlaub, ne? Also von daher... Ich muss jetzt erstmal ein paar Tage hier durchziehen, wo die Folgen dann kommen. Vielleicht mache ich so bis 450 oder so. Und dann eine Woche Urlaub. Vielleicht mache ich auch mehr, je nachdem. Wie ihr da so zusteht. Gott, jetzt. Das ist aber ganz schön vermehrt. Und hier auch, ey. Hier ist ja schon richtig weit gewachsen. Wunder, dass er noch nicht rumgewachsen ist. Mal gucken, wie weit die Schere reicht. Lal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 a. Zack, 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 zack. Eigentlich können wir die wirklich bis zum Ende benutzen. Denn wir brauchen ja eh viele Lianen für die grün bemoosten Stein-Cobblestone-Ziegeln. Oder wir nehmen dafür... Probier das mal aus. Ich mache da mal eine normale hin und ihr sagt mir dann, was besser ist. Wobei, ihr habt ja auch bei den Lampen nicht gesagt, was besser ist. Ob ihr die Lampen als Glowstone besser findet oder als Redstone-Lampen. Zack, kaputt, wa? Passt perfekt. So. Der Zeron ist immer noch da, das ist schön, das freut mich. Jo, mal gucken. 10 vor 5, okay. Genau, hier irgendwo ist die drinne. Wir haben ja letztens mal Tim da oben gesucht, wir gucken mal, ob der jetzt hier oben rumschwirrt. Ah nee, hier schwirrt ihr beide rum, ne? Was macht ihr da? Ach, Freunde. Kommst nicht durch, ne? So, jetzt aber. Ja, jetzt aber schnell. Komm, hopp. Ja, danke. So. Jetzt kann da keiner mehr hin. Und hier packen wir so einen Stein hin. Und so eine Stufe. Ne, so war die nicht. Wir könnten die Stufe natürlich auch verändern. Wir könnten sagen...
Wir machen da noch solche Platten drauf, dann kommen die da auch nicht hoch, ne? So? 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 Naja gut, dann kommen die da drauf, ist auch blöd. Ach, da lassen wir uns irgendwann mal was einfallen, aber nicht heute. So. Schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich auch. Ihr sollt ernten, verdammt. Gut, okay, du machst ja deine Arbeit, aber du nicht. Du sollst ernten. Und du da auch. Ach ja, so. Von hier sieht der Markt gar nicht... Von hier sieht der Markt jetzt richtig gut aus, ne? Da müsste irgendwie was nach hinten. Naja, ich müsste eigentlich theoretisch die hinmachen, ne? Weil... Warte mal. Mit den grünen oder mit den grau? Ich glaube, mit den normalen ist es besser, oder? Kein, was? Keine Kohle? Das kann nicht sein. So, wir machen hier raus mal ein paar Steine. Zack. 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 Ich finde das so eigentlich auch gar nicht so schlecht, ne, mit denen. Ich weiß gar nicht, wie spät wir es haben. Ach so, 10 vor 5 habe ich ja gesagt. Wir holen Batman. Wir haben bestimmt im Lager. Wir bestimmt. Na, ganz sicher mit der welche. Wir haben hier ganz sicher. Ich habe immer Geräusche im Hintergrund. La 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 la. 2. Ernsthaft? Fantastisch. Ihr wisst gar nicht, wie anstrengend sowas ist. Ach, Mann. Guten Tag und gute, leider nicht. Ich will Cobblestone. Cobble ist da auf der anderen Seite. So. Gute Nacht. Lalalalalala. Ah ja. Einer reicht. Hoffe ich. Gehen wir jetzt mal kurz hier hin. Hier rein. Sammeln hier die Steine weg. Und die EP natürlich. Gehen hier hin. Und machen hier raus die hier. So. Die Steine können wir direkt hier abladen. Zack. Irgendwann werden wir die wieder brauchen. Aber nicht heute. Nicht heute. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Ich überlege gerade, ob wir eine Reise machen nach Hunsgrab. Guck mal, wie sieht das besser aus? Sieht das so besser aus? Zack, 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 zack. Oder mit dem Grün? So nicht. Aber so. Hopp. Ah, seht ihr das? Also, ich glaube sogar, dass es so besser aussieht, dass es dann sich mal abhebt als diese grünen einzelnen kompletten. Die sind halt so ein bisschen zu dunkelgrün, ne? Jetzt mal nochmal eine hier, damit man so ein bisschen Kontrast vielleicht mehr hat. Na, Kontrast, was sage ich denn? Den Vergleich halt besser anstellen kann, ne? So. So. Ich glaube, ich finde das wirklich so besser als mit dem Grünen. Was mehr zum dem Turm passt, ne? Und dadurch ist es ein bisschen heller. Und dann auch die Redstone-Lampen. Statt die da hinten.
Aber ich würde sagen, die Entscheidung überlasse ich euch. Ich würde mich jetzt erstmal darum kümmern, ich würde mich erstmal darum kümmern, das hier auszumessen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Verzählt. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, wir könnten theoretisch das hier als innere Grenze nehmen. Dass wir sagen, okay, in diesem Bereich hier können wir was bauen. Wartet mal, so. Dass wir da vielleicht wirklich so einen Brunnen bauen oder so. Ich mach das mal so. Das ist zu viel. Zack, 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 zack. Und dann so, 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 so. Ach. Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen arbeiten dran, aber das ist okay. Hallo. Kurs wollte ich nicht, danke. So, das ist innen, ja, okay. Da könnten wir theoretisch einen Brunnen reinbauen, wir könnten auch wieder einen Baum reinsetzen, einen schönen großen, vielleicht sogar zwei oder Eichenbäume, so wie Sonnenschein das gesagt hat. Ja, dass wir zum Beispiel in der Mitte eine Säule machen und das links, rechts und so dazwischen noch daneben Bäume halt. Was haltet dann davon so? Hätten wir hier den Platz für Dings, für Buden. Wobei, gehen wir davon aus, die Buden sind so. Dann wäre es ja eigentlich eine Schande. Oh. Mann, du Idiot, warum gehst du auch nicht aus dem Weg, ey? Geh mal jetzt hier weg. Greift mich bestimmt gleich ein eiserner Kerl an. Kenne ich doch die Stories hier. Okay, gehen wir mal davon aus, die Buden wären jetzt so. 1, 2, 3, 4. Die sind natürlich dann nicht bis ganz hinten, sondern die sind vielleicht bis hier. 1, 2, 3. Gehen wir mal 1, 2, 3. Maximal vielleicht bis hier. So, gehen wir hier beiseite. Du sollst beiseite gehen, Harry. So, dann hier und hier und hier und hier und hier. Gleiches gilt dann natürlich 1, 2, 3. Hier. Das heißt, wir hätten hier nur diesen Durchgang. Hier wären Buden. Wäre doch ganz schön groß, oder? Gut, hier könnten links und rechts noch ein paar Waren stehen. Wand. Frei. Wir könnten auch das Ganze so bauen. Also, hier so. Nee, da nicht. Also, hier so, ne? So und so. Dann müssten wir die Buden da wirklich ein bisschen reinsetzen. Dann hätten wir aber mehr Platz in der Mitte. Und wir hätten ja mehr Platz zum Durchgehen. Wir könnten dann 3, 6, 9, 12 Buden hier hinsetzen auf jeden Fall. 12 Buden, überlegt euch das. Wenn der Platz hier wäre, das wäre dann 4×4. Sollte ja eigentlich möglich sein oder reichen, oder? So eine Bude, so einen kleinen Stand. Muss ich mal gucken, ob es da so ein paar Ideen dafür gibt. 4×4. Das wäre dann 1, 2, 3, 4 hier. 1, 2, 3, 4 hier. Dann machen wir das mal so. Mach mal Platz, Dicker. Ja, es tut mir leid. Mann, Mann, Mann. Doch entschuldigt. So. Machen wir das hier auch. Okay. Das wäre dann ja so gesehen hier. Warte. Schwupp und schwupp und schwupp und schwubble. Kann man machen, oder?
Und in der Mitte bauen wir vielleicht... Ich habe da eine coole Idee, aber ich weiß nicht, wie ich sie umsetzen soll. Das ist das Problem bei mir. So. Aber ich denke, das können wir auch beim anderen Mal entscheiden, ne? Zack, zack, zack und drumherum. Und dann könnte man, wenn wir richtig clever sind, könnten wir hier sogar noch was sparen. Indem wir sagen, okay, zack, zack. Ach, verdammt. Ernsthaft? Ach, Mann, ey. Manu. Nee, wir sagen, die Ecken nehmen wir raus aus dem Farbschema. Nehmen dafür die hier und ein bisschen von dem hier. So, und machen davon hier einen auf den. Und so, und so, und so, und hallo, und hallo. So, so, und den packen wir hier hin, und den packen wir da hin, und den machen wir auch, und das packen wir da rein, da rein, da rein, da rein, danke. So, nee, was ich sagen wollte, wir machen das so und könnten dann hier 1, 2, 1, 2, 1, 2. Könnten hier die Steine sparen. Könnten hier graue hinlegen. Also, Andi sieht es, das glaube ich. Wäre dann so, ne? So. Könnte man es machen eigentlich, oder? Ich finde die Idee jetzt gar nicht so schlecht. So, hier der Weiße weg. Dann sparen wir erstmal hier vorne den Weißen. Und wir haben so eine kleine Ecke, wo wir dann halt, wo wir vielleicht auch Bäume hinpflanzen könnten. Das ist auch keine schlechte Idee. Da habt ihr wieder recht. Nicht schlecht. Ihr seid gar nicht mal so doof. Geht mal beiseite, ihr. Platzdigger. So muss es sein. Ja, 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 ja. Alles okay. Alles okay. Mach mal Platz hier. Zack, 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 zack. Hallo. Platz, habe ich gesagt. So, da müssen wir den an die Siete machen. Wir warten jetzt noch, bis es Nacht wird und dann ist die Folge vorbei. Ne? Das ist jetzt vielleicht halt eine lange Folge, aber das macht ja nichts, weil ich will ja nichts herausbeschwören. So. So könnten wir das machen, ne? Das ist dann halt der Platz. Ja, das sieht auch ein bisschen doof aus, ne? Sieht ja doch ein bisschen bescheiden aus. Wenn wir ehrlich sind. Ne, so. Oder? Na, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wie wir das hier machen. Wir müssen erstmal vernünftige Stände haben, das ist klar. Und dann können wir sehen, wie es weitergeht. Ja, die Sache ist ja auch die, dass dann hier quasi Stände sind. So und... So und so und so und so und so, genau. Also wir haben halt wieder, wie gesagt, dann die Möglichkeit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Stände zu machen. Ja. Und dann können wir theoretisch auch, wir können das auch ganz anders machen, ne? Wir können ja hier wirklich das lassen. Ne, die müssen wir wegmachen. Aber das mache ich irgendwann andermal, das mache ich nicht heute. Wir könnten auch so. Und so. Das Ganze so ein bisschen angeflachter und es wird dunkel. Okay, Freunde, ihr wisst ja, was das heißt, ne? Also, wie gesagt, was sieht besser aus? Das mit dem normalen Cobblestone oder das mit den grünen? Und dann ist die Frage, wie sieht es besser aus mit den Lampen oder mit den Lampen? Und dann ist natürlich die Frage, wer du bist. Wer bist du? Ihr habt's in der Hand. Also, Freunde, wie gesagt, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss!